Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 27. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Vor einem Jahr beschwor der Kanzler im Bundestag die Zeitenwende. Heute sind wir um einige Erkenntnisse reicher. Geschrieben vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink und am Mikrofon ist heute Sisi Forster. Wir wissen um die Stärke freier Demokratien. Wir wissen, was von einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens getragen wird, das hat Bestand. Dieser Satz hat es in sich. Denn er beschreibt das grundsätzliche Missverständnis, das Wladimir Putin zum Angriffskrieg verleitet hat. Er empfand den Westen als zögerlich und schwach. Heute wissen wir, Putin hat sich geirrt. Scholz' Satz beschreibt indirekt, was viel zu selten gesagt wird. Die Stärke unserer Demokratie besteht gerade im Diskurs der verschiedenen Meinungen. Die ständig geführte öffentliche Debatte ist etwas, was wir selbst manchmal nicht wertschätzen. Der Schlagabtausch der Parteien, Experten und Journalisten kann anstrengend sein. Doch erst dadurch entsteht eine gesellschaftliche Mehrheit für die eine oder andere Vorgehensweise. Gerade abweichende Sichtweisen sind für die Demokratie geradezu überlebenswichtig. Sie wirken als Korrektiv einer sonst überhandnehmenden Mehrheitsmeinung. Der große Verdienst des Kanzlers ist es, die Zeitenwende erkannt und benannt zu haben. Er verurteilte den Krieg nicht nur mit Worten, sondern ließ auch Taten folgen. Die Kritiker bemängeln zwar, Deutschland liefere Waffen zu zögerlich, zu langsam. Faktisch ist Deutschland nach Großbritannien und den USA der drittgrößte Geldgeber der Ukraine. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt liegen wir derzeit allerdings nur auf Platz 16. Im Kern geht es um mehr. Noch nie hat sich die Bundesrepublik derart intensiv in einem kriegerischen Konflikt engagiert. Der von Scholz beschworene gesellschaftliche Konsens ist da nicht selbstverständlich. Denn seit Anbeginn des Krieges wird die Zeitenwende hierzulande auch von der Angst vieler Menschen begleitet, dass die NATO und damit Deutschland doch zur Kriegspartei werden könnte. Wir fürchten auch um den Frieden bei uns. Nicht zu Unrecht. Wer vermag schon einzuschätzen, wozu der Diktator im Kreml noch fähig ist? Trotz dieser Angst ist heute, ein Jahr nach Scholz' Rede im Bundestag, die breite Unterstützung für die Ukraine ungebrochen. Die Kritiker haben am Samstag in Berlin gerade mal 13.000 Menschen auf die Straße gebracht. Das zeigt einen bemerkenswerten Konsens, trotz Ungewissheit, Kriegsangst, Inflation. Das ist die Stärke unserer Gesellschaft, mit der Putin nie gerechnet hat. Das ist der Kern der Zeitenwende. Diesen Erfolg können wir uns alle zuschreiben. Was heute wichtig ist. Die deutschen Bischöfe treffen sich in Dresden zu ihrer Frühjahrsvollversammlung. Sie werden auch darüber beraten, wie die Reform der katholischen Kirche in Deutschland doch noch gelingen kann. Der Vatikan hat den synodalen Weg zuletzt scharf angegriffen und kritisiert. Vor allem der geplante synodale Rat sei eine unzulässige Einschränkung der bischöflichen Autorität. Daran könnte die Reform letztlich scheitern. Im März soll abschließend beraten werden. Seit Monaten streiten die EU und Großbritannien um die Brexit-Regeln für Nordirland. Nun wollen der britische Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen persönlich über eine Lösung verhandeln. Die britische BBC berichtete am Wochenende, beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung. Gut zwei Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin will der Landeswahlausschuss das endgültige Ergebnis veröffentlichen. Am Wochenende wurde bereits bekannt, dass sich der Vorsprung der SPD vor den Grünen auf 53 Stimmen verringert. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss!